Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Amazon 14. Ich bin der Sister Freak und nun ist Part 2 angesagt. Ich habe im letzten Part, als ich mir angeschaut habe, gemerkt, dass die Musik ein bisschen fail ist, dass sie immer, wenn ich nicht gesprochen habe, wieder lauter wurde. Das habe ich jetzt richtig angestellt und ja, Leute, kommt schon. In jedem Video kann ein Fail passieren und ich muss natürlich wieder jetzt hier auf HDMI 2 umschalten, dass natürlich wieder irgendwie kein Signal hat. Ist wieder klar, ne? Was bin ich jetzt? Ja, jetzt bin ich wieder auf dem Computer. Lols. Leute, was läuft? HDMI 2? Hallo? Ah, jetzt. Jetzt habe ich das Signal. Sorry, Leute. Nun ist es hier der 13. Freitag, der 13. Und wir spielen auswärts gegen EHC Biel und ich würde sagen, wir starten das Spiel gleich. Ich hoffe, diesmal bin ich nicht zu leise oder spiele nicht zu laut, auf wie auch immer. Und es wird wahrscheinlich irgendwann dann mal kommen, dass ich nicht hier alleine hocken werde, sondern mit Sven oder dem anderen Sven oder mit sonst jemandem und einfach mal zusammen eine Runde spielen, also zusammen. Entweder wir nehmen die Idee auf, wir spielen vielleicht miteinander oder gegeneinander dann hier oder also wenn wir hier spielen dann wahrscheinlich miteinander und vielleicht spielen wir so ein kleines Special gegeneinander, das Playoff Modus Playoff Final. Und heute haben wir Shannon und Campoli und Flüeler und Maya. Ich frage mich schon wieder, warum die den Ersatztorwart ins Tor stellen und nicht Berra. Aber das müsst ihr nicht verstehen. Ich kenne halt die Spieler schon ein bisschen besser der Saison. Der Saison muss ich eigentlich sagen. Der Liga. Ah, wie schön. Wieder die Schweizer Hymne. Und die spielen heute auswärts in Biel. Also ist es nicht das Hallenstadion hier. Sondern keine Ahnung, wie dieses Stadion überhaupt heißt. Wird jetzt dann reingeblendet. Wir sind hier im Eisstadion Stade de Glace in Biel. Ja, stimmt, Biel ist zweisprachig. Ja, safe, 100% Flirler, du bist ein geiler Fisch, ey. Geiler Fisch. Und jetzt geht's hier wieder los. Nun in den weißen Trikots, yeah. ZSC Lions und hier gerade natürlich wieder in den Startphasen Druck aufbauen und sind die Einstellungen eigentlich noch richtig. Entschuldigung Leute, muss regeln, stimmt, ja doch regeln. Hardcore Simulation. Sehr gut. Und ich wurde gerade abgelenkt. Mein Gott. Hasse Eltern, die wenn der Aufnahme ins Zimmer kommen. Und hier der Check von Sieger, aber ich habe den Pack immer noch nicht. Und der Schuss, wow, knapp am Tor vorbei. Und alle drängen sich irgendwie beim Tor durch. Und ich muss diese Tipps schon wieder ausschalten, stimmt. Und die Schwierigkeit noch erhöhen, dass er automatisch erhöht wird. Wenn der Pass rüber, Bertschik. Bertschik ist jetzt wirklich Topscorer. Und der Abpraller hätte fast verwertet werden können, aber auch nur fast. Ich weiß, dass man mit Ernst einen Poke-Check machen kann. Oh, und ich hasse SMS. SMS während der Aufnahme. Aufnahme hasse ich auch. Aber ja. Leck mich. Oh, let's go, let's go. Da 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 da, Bertschi mit dem Schuss.
Der Topscorer fast wieder. Pass in die Mitte jetzt dazu, Nilsson. Und schaffe mit dem Nachschuss und Nilsson schon wieder mit dem Nachschuss, Leute. Und einfach kein Tor. Willst du mich verarschen? Rache. Und jetzt hier Monne und Schuss. 1:0 für ZSC Lions. Nach einem wunderschönen Schuss und ins linke Eck von Thibaut Monne mit ohne Assist. Oh yeah. Wunderschön, ne? Ja, wir können es uns noch tausendmal ansehen, aber das wird langsam langweilig, auch für euch. Und jetzt hier. Bulli schon wieder gewonnen. Lechton nun am Pack. Pass in die Mitte, aber ist nicht geglückt. Dann kommt hier weg, weg, weg. Schnieder kann den Pass vor dem. Also im Slot noch aufhalten. Lechtonnen, 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 Lechtonnen. Trippt durch und der Schuss gelingt nicht. Wick jetzt hier. Wick. Und das 2:0 durch einen Ablenker vom eigenen Spieler, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Nein, es war Traxler. Es war Traxler mit dem Tor. Ich dachte, Wick wäre das Tor gewesen. Ah, der abwechselt durch Traxler. Ah, jetzt check ich, warum es so ein einfaches Tor war, sozusagen. Ja, Ablenker sind immer hart. Und hinten ist Hass. Oh, Hass. Hass auf dem Spielfeld. Auf der Seite von Bier. Oh, das war nichts. Außer jetzt gibt es einen Check von Cannons. Oh ja, Cannons willst du noch weiter verdrängen? Oh, oh, das gibt eine Strafe, ich weiß es. Ja, ich weiß, es gibt eine Strafe. Powerplay für Bial. Ich weiß auch wegen was, wegen Beinstein. Ja, ja, ich weiß. Also wahrscheinlich wegen Beinstein. Hätten wir? Ja, ich weiß, ich bin reingerutscht mit Gunt hier. Oh, jetzt habe ich übersprungen, was für eine Strafe das ist. Egal. Bulli gewonnen und weg mit dem Pack. Ja, das darf ich jetzt machen. Es wird kein Eisen geben. Boah, Shannon, schöner Check hier. Nein, aber ihm wurde die Scheibe gleich wieder abgenommen. Leg mich mal einfach mitten hin. Oh, fast der Anschlusstreffer von Biel. Und jetzt hier McCarthy. McCarthy, wie hier durchtrippelt und Schuss. Der Nachschuss von Bastel. Und das ist das 3:0, liebe Leute. Es ist das Tor, liebe Leute, von heute. Ah ja, frage mich jetzt gerade mal, wer weiß, vielleicht mache ich noch Ultimate Team. Wer weiß, wer weiß. Dann werde ich ein paar Spiele haben von Vancouver, weil und das Leibchen von Vancouver, weil Vancouver meine Lieblingsmannschaft ist in der NHL. Und weil ich Verwandte dort habe. Und Vancouver einfach nur eine geile Stadt ist, finde ich. Kanada generell. Ihr müsst mal nach Kanada gehen, Leute. Ist wirklich schön dort. Ist, eigentlich für mich ist es so eben wie in der Schweiz einfach alles größer. Die Einkaufszentren und die Wälder und die Campingplätze. Wum, 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 wum. Oh, und, oh, schade. 3:0, Leute, im ersten Drittel, oder? Wenn ich mich nicht. Oh, Gunti kam direkt abseits. Nun wird es einen Bulli geben in der neutralen Zone in meiner Hälfte. Und hier der Check von Stoffel. Und hier engt ein Spieler von Bier, den ich nicht kenne. Eigentlich. Ich weiß, was ich mal machen könnte nachher. Ups, 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 ups. Schnieder und der Schuss. Oh ja, ja, ja. Und der Schuss nochmals. Ich weiß, was ich im zweiten Drittel machen werde. Aber ich werde es euch nicht sagen. Weil ich böse bin. Ich bin so böse. Ich bin so böse. Lol. Oh. Pff. Fast in den Schiedsrichter. Auch geil. Oh. Hä? Nein. I say. Fuck it. Von Schnieder. Was soll der Scheiß? 2 Unterzahl Tore in der Saison. Stimmt, das war schon. Oh mein Gott, das war schon wieder ein Unterzahl Tor. Vorhin. Geil, ne?
Pulli gewonnen. Schnieder, Pass zu Nilsson und Nilsson, der Triple. Dieser Künstler und der Schuss wird abgelenkt. In die Mitte, in den Slot zu, oh, fast zu Cannons. Nein, oh doch, Schnieder, Schuss. Es war kein Tor. Unter hier, zu Maurer. Ich versuche jetzt hier ein bisschen, Playoff wollte ich schon sagen, ein bisschen Powerplay-Aufstellung zu machen. So in Dreieck und so. Ah, dieser Schuss war nichts. Ah, das war auch kein guter Pass. Irgendjemand hat dort einen Stoff verloren und ich habe schon wieder eine Strafe. Geiler Scheiß. Ja, wirklich geiler Scheiß. Ah, ich weiß gar nicht, das muss ich. Wurde jetzt die Strafe noch ausgesprochen oder nicht? Nein, wurde nicht mehr. Okay. Geil, statt. Es steht 3 zu 0. Aus dem Torschancen Kapitalschlag. Ja, ich weiß. Vielen Dank. Gut. Und genau. Das wollte ich hier machen. Reinbearbeiten. Genau. Nein. Schalat. Nein. Torhüter. Ja. Ich wollte Wolf ins Tor stellen. Wolf kommt jetzt ins Tor. Um ihn auch ein bisschen zu trainieren und so. Ach gut, Spiel geht weiter. So, nun ein neuer Torwart zwischen den Pfosten der Zürcher. Mal schauen, wie das jetzt rauskommt. Okay, ich beginne das Drittel doch mit der Strafe gegen Nilsson. Oh, geiler Scheiß, ne? So, einfach mal aus der Gefahr. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ich habe davon profitiert, Leute. 14:0. Das Tor von Ryan Chen. Ich meine, ey, sorry Leute, aber sieht euch diesen Torwart an. Vorlage von McCarthy und ja, Bunti, glaube ich. Ich meine, sorry Leute, aber ich meine, wenn der Torwart nicht im Tor ist und ich ihn einfach so reinschieben kann, Entschuldigung, tut mir leid, aber dann muss ich das nutzen. Geile Scheiß. In Unterzahl. Nein, in Unterzahl schon wieder. Oh, scheiße, nein. Weg hier. Oh. Wolf ist wirklich jetzt im Tor. Ja, okay. Weg mit dem Pack. Geiler Scheiß. Nee, wird der Goal schon wieder. Der gleich Fehler macht. Ich check den Torwart. Scheiße. Nicht geschafft. Was Abseits war nun? Ah ja, Abseits gibt's auch. Stimmt. Oh, dieser Check da, ne? Dieser Check war extrem hart. Abseits. Haha. Ja, voll. Oh. Zombination. Dieses Lied ist einfach geil, ey. Mal schauen. Ich will den Torwart checken, Mann. Ich will den Torwart stecken. Oh! Nein, das gibt eine Strafe. Den Torwart checken gibt eine Strafe. Oh, fick dich. Jetzt gibt's eine 3 gegen 5. Unterzahl. Scheiße, Mann. Ja, vergiss, gegen Wolf kommst du auch nicht durch. Ja, jetzt wird die Strafe ausgesprochen. Aber ich habe nur 10 Sekunden, 5 gegen 3 Situation. Wer hat eigentlich den Torwart gecheckt? Draxler, was machst du wieder? Nein. Geiler Scheiß. Sicher wegen Torwartbehinderung müssen. Bulli gewonnen. Gleich hier. Ab zum Angriff oder nicht? Ne, weg hier. Nein, das war nicht gut. Das haben wir noch Powerplay, ne? Blablabla, quer das Feld, ne? Hm. Im richtigen Spiel war hier, hat jetzt ZSC verloren mit 0 zu 1 nach dem Penalty schießen. Ist mich angekackt. Darum will ich jetzt nicht gewinnen. Okay. Ja. 4 zu 1, Führer wurde geschlagen. Nein, Wolf war es. Oh, nice, nice. Ja, das stimmt, sie waren in Überzahl. So, Powerplay-Goal von Killenberger. Okay, nein, ich muss sagen, sie haben es jetzt auch mal verdient. 4 zu 1, Leute. Ich mache mir gerne Kopf drüber. War ein Powerplay-Goal. Und shit, es 4 zu 1.
Also als würde ich fast schon das 5:1 gerochen hier, ne? Bam, Jackman, verpiss dich. Verpiss dich, Junge. Schade. Money. Oh. Strafe? Nicht gegen mich, oder? Wieso? Was habe ich jetzt getan, bitteschön? Sag mir, was ich jetzt getan habe. Ja, klar, Sheppy muss raus. Naja, okay. Sicher für Behinderung. Ah, hoher Stock. Stockschlag. 2 Minuten für Stockschlag. Powerplay. Ja, geil. Einfach 3 Schüsse. Ah, stimmt. Hui. Adios. Ah, ich check den Torwart nicht. Oh mein Gott. Oh, nicht ganz. Lol. Ist egal, leg dich in den Weg. Schöne. Mit dem Auge für Bastel, wollte ich gerade schon sagen. Offside, Mann. Biatsch. Ich überspringe hier, dass alles ein bisschen, das nicht so lange dauert für euch. Weil das wollte ich euch nicht antun. Ich nehme diese Aufnahme gleich auch nach der anderen. Dann wundert euch nicht, ja, Offside, ne? Ja, an den Pfosten sogar noch. Geiler Scheiß. Ey, fick dich. Oh Gott. Zeit zählt. Oh, aufwärts nicht rückwärts. Okay. Wieso zählt die Zeit eigentlich nicht rückwärts? Wäre viel besser. Au. Geiler Scheiß. Das war die Latte. Nun Bastel am Park. Bastel trippt hier durch einen Schuss und übers Tor hinaus. Bastel wieder am Pack. Und pass in die Mitte zu Shannon. Und der hat das Auge für das 5:1. Da. Ding. Und ich muss wirklich die Schwierigkeit erhöhen. Das wird langsam zu einfach, finde ich jetzt. Ja, Nielsen am Pack hier. Okay, es ist mir nicht so einfach, dass das jetzt auch schon Tor gewesen wäre. Ja, geil. Ey, Spieler ohne Helm darf nicht weiterspielen. Und das Tor gibt es nicht. Und der Check kommt nicht. Und ich kann ja heute was ein bisschen über das Arbeiten erzählen. Ich habe heute eingezogen. Wenn ihr wisst, was das ist, als Elektroinstallateur, als Strom oder Elektriker, Elektroinstallateur, Elektromonteur, was hat das früher geheißen? Ah, ich weiß auch nicht, wie man nachsagt. Ah, geil, ich habe ihn nachgewehrt. Einziehen ist, wenn du die Drähte in den Kanal verlegst, damit Strom habt, sozusagen, ja. Sonst könnte ich das hier jetzt auch nicht spielen. Okay, nicht geklappt. Bulli, zwischen schon angeklemmt. Ey, fick dich. Und, das ist so, dass man dann, ja, wie kann man es erklären? Was das Drähte, verschiedene Farben, ZSL1, verschiedene Farben und Phase heißt das eine, das andere heißt Neutralleiter, das andere heißt Erdung, das ist der Schutzleiter, damit es die Sicherung auslöst, wenn ihr dran lenkt, dass euch nicht eins erwischt oder dass ihr keinen Stromschlag kriegt. Ja, voll am Nachstochen hier. Dass er keinen Stromschlag kriegt. Boah. Und ja. Ganz anders weiß ich gar nicht, wie erklären. Und das habe ich ja eigentlich fast nur den ganzen Tag gemacht. Und für morgen noch das Auto eingeräumt vom Monteur. Geiler Scheiß. Ne? Geiler Scheiß.
Obwohl bei Sven geht's, glaube ich, noch schlimmer zu, der ein Basislehrjahr hat. Macht ja nur Theorie. Aber das könnte eigentlich mal sein. Eigentlich mal ein gutes Thema. Für ein Let's Play. Also für ein Let's Play. Ein bisschen kommentieren. Oh, das stimmt. Ja, scheiße. Aber wenn ihr das sehen hier werdet, ist es wahrscheinlich so, dass das Techie-Folge geht. Keine Ahnung, wie viel das draußen ist. Und Techie geht bis Part 80 haben wir aufgenommen. Und da habe auch schon gerendert bis Part 80. Und bis jetzt im Moment auch gerade Part 76, glaube ich, am Hochladen. Und sehen. Und dann werden wir so zwei Parts kommen pro Tag vielleicht, weil ich dann genug habe von den Parts. Und ja, wer weiß, weiß gar nicht. Ah, es war am Pack, am Ball wollte ich schon sagen. Nein, das ist kein Ball, das ist FIFA. FIFA finde ich nämlich generell scheiße. FIFA ist langweilig. Und ich trieble hier ein bisschen und schieß fast ein Tor. Ich weiß, wie man sich jetzt dreht, voll geil. Um sich besser auszurichten. Oh, zweites Drittel jetzt dann früh, was sagst du? Ja, und weil es fällt, sind wir nochmal. Und jetzt gibt es noch ein letztes Bulli. Ah, das ist immer so, wenn irgendein Spieler den Torwart anfickt, dann kommt gleich das ganze Team und schubft diese Spieler weg, weil der Torwart sich nicht wehren kann bei einer Schlägerei. Es hat zwar schon mal gegeben, dass zwei Torwarte aufeinander losgegangen sind, aber das ist wieder was anderes. Ja, wollte den Pack noch wegschießen. Egal. Es steht 5:1 nach dem zweiten Drittel, liebe Leute, und ich habe gerade meinen Kopf hören. Ich bin ein bisschen müde, es ist aber auch 9 Uhr abends. Ja, ich kann mich früh aufnehmen unter der Woche. Also doch, wenn ich so um 4:30 auch nichts aushabe, hätte ich ab 5 Uhr Zeit, dann essen um 6 etwa. Oh, ja, das muss das sein. Und dann ja. Dann meistens so 6:30 oder so schalte ich den PC dann ein. Ich hoffe, dieser Part hier wird besser. Na dann, wir werden sehen. Oh, Backhand. Schön mit dem Ballerer aber abgewehrt. Was so unfair ist, ich fahre am Donnerstag immer am Hähnchenstand vorbei von der Arbeit. Da habe ich so Bock auf Hähnchen und denke so, hoffentlich holen die zu Hause ein Hähnchen. Aber nein, dann gibt es immer etwas anderes. Obwohl heute hat es auch was für ein Leckeres gegeben. Ich glaube, es war viele. Ich bin mir nicht sicher. Bringt's viele? Könnte gut sein. Viele ist fein. Lecker. Aber ich glaube, es war kein viele. Es war, glaube ich, ein Rindschnitzel. Also nicht ein paniertes eben. Das ist es auch wieder. Paniert und unpaniert ist wieder was anderes. Und damit so leckeren Bratensoße. Was hat es noch dazu gegeben? Auflauf. Irgendein Auflauf. Mit Gemüse drin. Und der fand ich jetzt nicht so lecker. Aber wow. Voll komisch Mittag, jetzt immer etwas Kaltes zu essen meistens. Ich meine auf der Baustelle. Außer man geht in die Firma. Dort hast du eine Mikrowelle. Auch geil, ne? Obwohl heute hatte ich auch was leckeres. Heute hatte ich so einen Salat. So, jede Tour, nein, zählt nicht, abseits. So, naja, so ein Salat mit Peperoni drin und chinesischen Nudeln, Reisnudeln und Reis und dann so eine leckere Salatsoße. So, ein Gemisch zwischen italienisch und französischer. Boah, war hammer nice. Danke, Mama. Danke, Mama. Danke, Mutter. Danke, meine Mutter, für dieses leckere Mahl heute. Kein Tor. Ich bleibe jetzt am Boden liegen, ja? Habt ihr gesehen, das wirkt. Scheiße, jetzt kann ich nicht mehr am Boden bleiben. Ui. Etwas finde ich irgendwie gut. Da ich ja
nicht so einen schweren Schwierigkeitsgrad habe, finde ich es ein bisschen leicht zum Spielen, also kann ich besser kommentieren. Mhm. LOL. LOL. Tor 6:1. LOL, dieses Tor. Ja, das würde mich schon auch ein bisschen aufklären. Hattrick. Ryan Shannon schießt einen Hattrick. Oh, lol, dieses Tor, ne? Hammer nice. Was ein Ablenker? Ja, was sogar. War ein Ablenker vom eigenen Spieler. Oh, das ist böse. Das ist wirklich böse. Ja, recht nah mal ein bisschen online. Das ist, dort steht, mir, also wir, mir heißt, ich sozusagen, also mir, ja, wie auch immer, mir sind Zürich, also Zürich, mir sind Zürich, heißt auf Zürichdeutsch, Schweizerdeutsch, also Zürcher Dialekt, genau. Und ja, das ist halt einfach so, Wiese, boah, das hat ein Intro Zürich jetzt, neues, boah, hammer nice, das muss ich mal anschauen, wenn es geht auf YouTube. Such dir einfach ZC1 Intro. Wenn es das so geht, vielleicht. 2013 würde ich vielleicht noch eingeben. Scheiße. Oder Saison 2013, 2014. Keine Ahnung. Aber das Intro ist so auf dem Eis projiziert und es sieht einfach nur hammergeil aus. Wie viel schaffe ich heute noch? Das würde ich mich jetzt eher fragen. Ich würde mal gerne Shutout spielen. Keine Ahnung wieso, aber Shutout ist lustig. Lol. Wie er doch nochmal einfach abgezogen hat, knallhart, ne? Da kommt Maurer noch rein. Ja, oh, ich will wieder, Leute. Ich muss anfangen zu gehen. Boah, der wäre drin gewesen. Aber nein, er hält diesen Pack sicher im Fanghandschuh. Wer ist eigentlich noch im Tor? Immer noch Bayer? Oder inzwischen Berra. Ryan Shannon! Mag ich jetzt nicht anschauen. Nämlich nicht mehr so lange. Langsam aufhören hier. Nein, das wird kein Bulli-Tor geben. Da ich das Bulli zwar gewonnen habe, aber. Nein. Nein. Was für ein Video ist das, ne? Nein. LOL. Geil. Wolf. Gut gemacht. Tim Wolf. Ein Applaus für Tim Wolf. Der Torwart. Der Satztorwart. Der ZC1, der heute im Tor steht. Zwei Drittel. Ja, machen wir mal ein Eis im Tor. Hab Bock auf ein Eisen. Yay, Eisen. 1 minute left. Noch eine Minute zu spielen. Nein, das Spiel ist auf Englisch. Finde ich auch noch geil. Und den Kommentator noch einschaltet. Das ist doch das Krasse, ne? Weil dann hörst du wirklich die ganze Zeit auf Englisch kommentieren. Auch. Diesen Pack habe ich noch, das weiß ich. Jetzt spiele ich in den Slot. Und da ist das 7:1. Da. Severin Blindmacher mit der Vorlage von Roman Wick und Lechtonen. Ich weiß nicht, wie der Vorname heißt von Lechtonen. Vielleicht Markus. Ja, prima. Und yeah, baby. Ich hätte schon lange den Torwart ausgewechselt. Welcher jetzt hier. Boah, fast noch das 8:1, ne? Und ich muss wirklich das nächste Spiel erhöhen. Leute, ich muss. Hoffentlich geht es noch. Leck mich am Arsch. Hui. Der letzte Angriff. Es sind noch 15 Sekunden zu spielen. Noch die letzten 10 Sekunden sind am Laufen und nochmals ein Schuss. Jetzt kommt der Pack nochmal in den Slot und der Schuss konnte nicht kommen, aber. Der Schuss. Und jetzt ist das Spiel vorbei und die ZSC Lions gewinnen auswärts beim EHC Biel mit 7:1. Ja, gute Leistung.
Von mir auch? Nein. Das Tor war geil. Yeah. Ach man. Ist so eine Pro-Copyright-Musik, die ich jetzt höre. Im Hintergrund. Darum schnell weiter. Oh, das Lied ist geil. In the end. So ein 10 ab 9. Ah, lade. Komm schon, lade ein bisschen schneller. Bitte, 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 bitte. Bitte, lade schneller. Okay, sorry Leute, wenn ich jetzt übersteuert habe. Was ich sogar denke, dass ich habe. Aber ich summe euch noch kurz vor. Es ist Dienstag, den 17. Okay, noch kurz einen Blick auf die Tabelle. Nein, Statistiken bitte. Tabellen. Ja, ZSC 1 immer noch auf Platz 1. Oh yeah. Mit 2 Spielen, 2 Siegen, 6 Punkte raus und warte, ich kann noch weiter. 14 Toren. Oh, Tore pro Spiel 7,0. Auch geil. Ein Gegentor. 0,5. PPT. Powerplay-Tore. Powerplay ist gesamt. Ne, ich habe noch kein Tor. Powerplay Prozent 0, ja. Das ist auch geil. Powerplay gegen Tore 1. Und in Unterzahl. 7 Tore in Unterzahl, liebe Leute. Oh mein Gott. Klotner hat 13 Tore in Unterzahl geschossen. Willst du mich verarschen? Oh mein Gott. Egal. Wir gehen wieder nach vorne. Also, wir gehen nun mal fairerweise von unten nach oben. Auf dem 12. Platz ist der EHC Biel mit 0 Punkten. Dann Davos mit ebenfalls 0 Punkten. Dann kommt HC Lausanne mit 1 Punkt. Dann Lugano mit 2 Punkten. Dann Rapperswil Jona Lakers mit 2 Punkten. Dann Fribourg-Gottero mit 3 Punkten. Dann EV Zug mit 3 Punkten. Auf Platz 5 Gemserwet mit 3 Punkten. Dann auf Platz 4 der andere Zürcher Club, die Kloten Flyers mit 5 Punkten. Auf dem 3. Platz ebenfalls mit 5 Punkten SC Bern. Dann auf 2. Platz mit 6 Punkten Ampri Biotta und auf 1. Platz wir, die ZSC Lions. Oh yeah. Das ist geil. Wirklich geil. Team Stats Saison. Was sage ich das schon wieder? Weiß ich nicht, aber ja. Alles scheiße, ich habe Badge schon wieder ein paar Punkte geholt. Aber ja, Leute, wie schon gesagt, ne? Nein, wie schon gesagt nicht, aber ich würde sagen, das wäre es auch schon wieder gewesen vom zweiten Teil von Let's Play NHL 14. Ging jetzt auch wieder eine halbe Stunde locker. Und ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich würde mich wieder über eine Bewertung und Kommentare freuen. Ich hoffe, das mal was besser wegen der Musik und so. Und ja, wir werden uns das nächste Mal sehen, wenn es wieder heißt Let's Play NHL 14 mit mir, FZZ Freak, hier aus der Eishalle in Zürich, Hallenstadion, nein, Chats. Wäre geil, aber ja, Leute, wir sehen uns. Bis dahin, tschüss.